warum machst du dich willentlich unfruchtbar? Das ist, was du machst. Und das ist sozusagen, da sagt die Kirche, klar, du musst jetzt nicht Kinder bekommen. Ja. Ich bekomme auch keine Kinder. Ja. Aber warum jetzt mal fummelst du an deinem Körper rum deswegen? Lass doch deinen Körper, wie er ist, und benutze halt dein Gewissen und geh halt verantwortungsvoll mit deiner Sexualität um. Ich heiße Ian Schippmann, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite als Journalist. Eine meiner schlimmsten Vorstellungen, Kinder in die Welt setzen. Deswegen lasse ich mich sterilisieren. Selbstverwirklichung und eigene Kinder gehen für mich nicht zusammen. Ich will frei sein mein ganzes Leben lang. Verantwortung, ja, gerne, aber bitte nicht für ein Kind. Das ist für mich ganz einfach, mein Umfeld sieht es deutlich kritischer. Persönlich und auch als Journalist interessiert mich, warum stößt meine Entscheidung auf so viel Skepsis? Deshalb diskutiere ich bis zu meinem OP-Termin einmal die Woche mit Menschen, die meine Entscheidung kritisch hinterfragen. Und natürlich hier mit euch. Aber danach lege ich mich endlich unter das Messer. Moin, ich stehe hier gerade vor der St. Josef-Kirche in Berlin-Wedding und ich treffe da gleich einen katholischen Mönch. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Projekt mich nochmal dazu bringt, in die Kirche zu gehen. Vielen lieben Dank an die Redaktion dafür. Mein Name ist Pater Nikodemus Schnabel. Ich bin Benediktinermönch in Jerusalem, zurzeit aber für ein Jahr in Berlin. Ich habe mich total gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich mit Jan Schippmann über seine geplante Vasektomie reden möchte. Ich meine, ich bin Mönch. Wen interessiert im Jahr 2019, was ein Mönch die katholische Kirche dazu meint? Und das Interessante ist ja, ich kriege ja auch keine Kinder. Also ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in der Kirche war. Ich bin wirklich ein überzeugter Atheist und jetzt treffe ich hier einen Mönch. Ich frage mich trotzdem, breche ich mit meinem Nein zur Fortpflanzung in seinen Augen eigentlich ein Naturgesetz? Ich meine, er dann ja auch, er lebt ja schließlich im Zölibat. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen, als würde ich zur Beichte gehen. Bin ich in deinen Augen ein Sünder, wenn ich mich sterilisieren lasse? Boah, also diese Hammerfrage. Also, genau, erstmal. Genau, also ich bin nicht Vertreter einer Moralagentur und Sünde und so weiter. Jetzt sind wir schon bei den ganzen, jetzt sind wir schon bei diesem Du-Du-Du-Zeigefinger. Ja. Also da habe ich jetzt eigentlich keinen Lust drauf. Ist direkt drin, ich meine. Genau, nee, ich verstehe das ja. Wir werden ja oft als Kirche wahrgenommen. Ja. Kirche sind die immer sagen, du darfst nicht. Aber da muss ich sagen, deswegen bin ich nicht dabei, deswegen bin ich auch nicht Mönch geworden. Ja. Nicht, weil ich irgendwie auf Rigorismus und moralinsaure Lebenseinstellung stehe, sondern ich meine, die ganze Sache, wenn wir darüber schon jetzt so voll reden, ist halt unsere Grundannahme, dass unser Gott das Leben liebt. Dass er gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wenn die Kirche sozusagen den einen oder anderen Satz verliert, auch zu moralischen Fragen, geht es aber immer darum, wo ist wirklich diese Lebensfülle verwirklicht oder wo sind einfach auch Sachen, wo man, glaube ich, sich von der Lebensfülle abschneidet. Wenn es ein Handbuch gäbe oder so, was wäre denn die göttliche Position, die man da befolgen sollte? Also erstmal, was weiß ich, was Gott denkt. Ja. Ich bin ein Gottsucher, das ist die Definition als Mönch. Ich suche Gott. Das Schlimmste sind die Leute, die Gott gefunden haben, die ganz genau wissen, was Gott weiß und was Gott will. Weil das sind die Leute, die denken, wenn sie eine Kirche, Synagoge oder Moschee anstecken, das sei Gottes Wille. Ich sag mal, das ist die Basis für religiösen Fundamentalismus und Fanatismus. Und das ist, wenn Religion toxisch wird, wenn Leute ganz genau wissen, was Gott darüber denkt oder darüber weiß. Deswegen, die Antwort kann ich dir nicht geben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt der wünschenswerte Pfad, den ich da beschreiten möchte. Die katholische Kirche wird jetzt nicht sagen, super, mach das, top. Sondern würde jetzt halt das schon kritisch sehen. Mhm. Warum? Und das ist genau diese Sache mit dieser Lebensfülle. Mhm. Wir haben halt, und ich glaube, das ist grundsätzlich und ist manchmal auch schwer verstehbar, wir glauben halt, dass Gott die Welt gut geschaffen hat und dass der Mensch gut geschaffen ist und dass der Mensch so, wie er ist, top ist. So. Dass der Mensch natürlich auch Abgründe hat. Ich würde auch sagen, es gibt auch eine Hierarchie der Sünden. Also sag ich mal, wenn du wirklich jemanden quälst, Intrigen spinnst, jemanden, also wirklich das Leben zur Hölle machst, das ist wirklich moralisch wirklich ganz unterste Kategorie. Also könnte man schon mal so abstufen, dass du sagen würdest, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein mündiger Erwachsener, ich habe mir viele Gedanken über das Thema gemacht, ich habe mich dazu entschieden, das ist besser, das durchzuführen, als
Mitschuld an einer Abtreibung zu sein, zum Beispiel. Weil absolut. Ja, genau. Also absolut. Da gibt es tatsächlich so ein bisschen so, ganz klar. So eine Staffel. Ganz klar. Also ganz klar. Ja. Also überhaupt keine Diskussion, ganz ja. klar. Genau, und erstmal, wir sind auch Fan vom Gewissen, weil das Gewissen ist auch von Gott geschenkt. Mhm. Das heißt, Gewissen benutzen, immer top. Aber vielleicht nochmal zurück, dass wir einmal verstehen, warum die Kirche da ein bisschen ein Problem mit hat. Ja, ist halt genau, dass wir sagen, okay, der Mensch ist so gut, warum machst du dich willentlich unfruchtbar? Das ist, was du machst. Und das ist sozusagen, da sagt die Kirche, klar, du musst jetzt nicht Kinder bekommen. Ja. Ich bekomme auch keine Kinder. Ja. Aber warum jetzt mal fummelst du an deinem Körper rum deswegen? Lass doch deinen Körper, wie er ist, und benutze halt dein Gewissen und geh halt verantwortungsvoll mit deiner Sexualität um. Ja, das aber sagen, es gibt, ja immer, es gibt ja immer den Fall, dass irgendwas passieren kann, was man nicht plant. Und das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, dass ich mir vorstelle, okay, so akribisch, wie ich auch verhüte, da kann was passieren und dann habe ich das Problem. So. Und da denke ich mir, ich habe nie einen Kinderwunsch gehabt. Ich habe keinen Bezug dazu. Ich bin jetzt in einem Alter, ich bin 33, wo links und rechts um mich herum Freunde Kinder kriegen. Und ich habe nichts gegen Kinder per se. Ich bin jetzt nicht hier irgendwie. Nee, ich verstehe. Aber Antichrist. Du willst keine eigenen Kinder. Genau, ich möchte keine Kinder. Herzlich willkommen im Club. Ich kriege auch keine eigenen Kinder. Genau, so das, gesehen. Das ist ja auch ein Thema, warum wir auch sprechen. Ich meine, da können wir direkt anknüpfen. Ich bin ja, wir haben da was gemeinsam. Du lebst im Zölibat. Und ist das für dich okay? Ist das für dich eine Situation, mit der du leben kannst? Oder sagst du, dass du eigentlich doch lieber eine Familie hättest oder Kinder kriegen würdest, wenn das nicht wäre? Genau, also der Zölibat ist tatsächlich echt eine Sache, in der ich knabber. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, jetzt habe ich die Lebensform gefunden, endlich, genau, keine Frauen, keine Kinder, komm, ey, lass mich ruhen, nein, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Stachel, der auch wirklich ordentlich piekst. Ich meine, mal mehr, mal weniger, ne, ist jetzt auch, aber ist es schon auch, wo ich dann spüre, genau diese Erfahrung. Mhm. Ich habe ja viele Trauungen, ich habe viele Taufen und da wird es einem sehr bewusst. Also ich traue Menschen und eben ich assistiere, aber bin eben nicht Teil der Ehe und ich taufe Kinder, sind nicht meine, sondern von anderen. Natürlich ist das schön, ich mache das auch gerne, aber natürlich gehört dazu, sage ich mal, auch so ein Punkt zu gönnen können. Auch zu sagen, ja, das ist schön. Und ich feiere das auch gern, es sind noch schöne Anlässe. Aber klar, ich selbst bin da, und das tut auch weh, klar. Die andere Frage, und da werde ich jetzt sozusagen ein bisschen offensiver, gehe ich in Angriffsmodus rüber, ist natürlich die Frage, wenn ich sage, nein, ich schließe das komplett aus. Nach dem Motto, Kinder sind böse. Also in dem Sinne, ich will keine Kinder und will nicht mitmachen. Ja. Wenn diese Haltung natürlich jetzt mal im Kant, wenn wir sagen, also Kant hat ja mal gesagt, du sollst eigentlich so leben, dass die Maxime für dein eigenes Leben sozusagen allgemein, also wenn das, was du, dann wird die Menschheit aussterben. Ja, aber wenn alle so wären wie du auch. Richtig, deswegen zum Glück, ich sage ja auch nicht, dass jeder Mönch werden soll, wir waren immer eine Minderheit, wir waren nie eine große Massenbewegung, aber sag mal, du hast ja einen anderen Anspruch, du bist jetzt nicht Mönch, also ich meine, wenn du ins Kloster eintreten willst, können wir gerne mal ganz neu reden, aber ich erlaube nicht, dass es nicht ein Gespräch, das Gespräch ist ja... Wahrscheinlich das WLAN nicht so gut, oder bei euch, ich weiß es nicht, das wird schwierig. Nee, aber das ist das Gespräch ist ja aber, wie du lebst, wenn du das sagst, das ist ideal, dann stirbt die Menschheit aus. Oder sagst du nur... Das ist mein Ideal. Das ist ja das Gleiche. Wie gesagt, Kinder sind nicht böse. Und es ist halt einfach gesagt, ich habe keinen Wunsch, selber ein Kind zu zeugen. Ich habe keinen Wunsch, die Verantwortung zu tragen dafür. Ja. Ich habe keinen Wunsch, mich selber zurückzustellen, meine Vision fürs Leben zurückzustellen, ein Stück weit fremdbestimmt zu sein, zumindest für eine Zeit, eine Verantwortung zu tragen, halt einfach für ein anderes Wesen, das ohne mich halt echt nicht lebensfähig wäre. Verstehe. Und das ist meine Sicht. Natürlich, wenn man das extrem sagen würde, in die eine oder die andere Richtung, alle wie du, alle wie ich, dann wäre es für ein Problem. Die andere Frage ist halt, du bist mir da vielleicht ein bisschen zu radikal, die andere Richtung, dem du sagst, also jetzt drehen wir voll auf die Bremse und machen hier einen Stopp rein. Und ich würde halt sagen, hab doch einen Mut, diese Frage im Sinne erwachsen anzugehen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt keine Kinder, hab da Gründe, aber was ist, wenn zum Beispiel, was ich die Partnerin des Lebens bekommt, du hast auf einmal einen Kinderwunsch und sagst, es passt. Wenn du die Vasektomie gemacht hast, ist da der Zug abgefahren. Jede Partnerin, die ich
gehabt habe und auch die ich, wenn ich irgendwie auf Dates gehe oder so, weise ich darauf hin, also in Gesprächen sehr, sehr schnell tatsächlich, dass ich gerade in meinem Alter denke ich, dass es fair ist, dass ich halt einfach wirklich keine Kinder möchte. Ich sehe mich nicht mit meiner Familie. Ich will irgendwann 3-4 Hunde haben, finde ich super, habe ich Bock drauf. Ich meine, es gäbe jetzt einen richtig fiesen Einwurf, aber muss ich jetzt mal machen. Ich sag mal, zur Sexualität gehört neben der Lust und der Zweisung, alles ist, gehört natürlich auch ein Aspekt, dass daraus auch Fruchtbarkeit entstehen kann. Ich muss, ich würde jetzt auch nicht, also diese Karikatur, ihr müsst, aber sagen wir, die Frage ist, wenn du eigentlich dann sagst, okay, wie finde ich den Weg, ich sag mal, maximale Lust empfinden mit, sag mal, minimalster Fruchtbarkeitswahrscheinlichkeit. Ja. Da habe ich halt schon die Frage, ist das nicht so ein bisschen nach dem Motto, mein Ego-Trip, so ein bisschen auch hedonistisch so, nach dem Motto, Spaß will ich maximal haben, aber Verantwortung auf keinen Fall? Man muss ja sagen, jeder Mensch hat einen gottgegebenen freien Willen. Und ich habe mich dazu entschieden, Sex ausschließlich aus Gründen des Spaßes zu haben und nicht, weil ich daraus irgendwie eine Fortpflanzung kommen sehe. Und das ist ja, also ich meine, das ist eine Entscheidung, die ich als Erwachsener da treffe. Genau. Nee, ich wollte noch was aus dir rauskitzeln. Ich möchte nicht, und das wäre sozusagen das einzige Versprechen, was ich dir sozusagen abnötigen würde, dass du nicht einfach nur eine Gegenentscheidung triffst, indem du sagst, weil momentan kommt es bei mir, ich will halt keine Kinder. So, dann hast du Argumente. Jetzt würde ich aber sagen, jetzt würde ich, wenn ich mein Leben gucke, mein Leben heißt nicht, ich will keine Kinder. Das ist nicht die Überschrift über mein Leben. Nee, klar. Sondern die Überschrift über mein Leben ist, ich möchte Gott suchen und die Frage nach Gott wachhalten. Das ist die Überschrift über mein Leben. Und deswegen tue ich das, was ich tue. Das heißt, ich tue etwas für etwas. Und die Frage ist jetzt, ich bin trotzdem fruchtbar in dem Sinne, weil, sag mal, Vaterschaft ist jetzt nicht nur was Biologisches, das ist eine Engführung. Sondern die Frage ist auch, dass ich eben Rede und Antwort stehe für Leute, dass ich auch so ein Gespräch bis jetzt führen und so, was mein Wunsch wäre. Wenn du das machst, dann bitte versprich mir, was dein Sinn im Leben ist, im Sinne, wo du fruchtbar werden willst. Weil biologisch willst du offensichtlich nicht fruchtbar werden. Dann gib mir aber sozusagen, das musst du jetzt nicht, außer du hast es, aber gib mir die Antwort, wo du fruchtbar sein willst. Und bitte jetzt nicht die bürgerlichen Antworten. Ich will gut performen im Job, ich will möglichst viel Likes auf Social Media und ich will möglichst viel auf dem Konto. Ich muss sagen, sorry. Nee, das ist, also, das ist klar. Das ernährt die Sache mich. Ist, was ich immer sehr, sehr hoch gehangen habe, ist tatsächlich die persönliche Entwicklung. Halt einfach, dass man frei sein kann, dass man in den Wünschen, in der Kreativität, die man in sich trägt, halt einfach auch der Sache maximal gerecht werden kann. Ich habe jetzt einen Job, wo ich sagen kann als Journalist, dass ich auch über den monetären Aspekt hinaus was beitragen kann zur Gesellschaft. Ich mache Politikjournalismus, ich kläre ein Publikum, was eher jung ist, unter 30, über Politik auf, über politische Herangehensweisen, über gesellschaftliche Fragen. Ich bringe durch meine eigene Person jetzt gerade ein gesellschaftliches Thema auf die Agenda, was jetzt nicht gerade jeden Tag im Hauptprogramm läuft, wenn man es mal übertrieben sagen möchte. Ich bin, glaube ich, abgesehen davon ein sehr loyaler und guter Freund meinen Freunden gegenüber. Ja, ich finde das sehr gut, aber ich würde halt wirklich dich ermutigen, weil, sag ich mal, du schneidest bei dir irreversibel, schneidest du da quasi einen Kanal durch, der dich biologisch unfruchtbar macht. Und ich glaube, diese Sache, weil eigentlich, sage ich mal, die Frage natürlich von Kindern ist natürlich mit Verantwortung, mit auch, was viele ja berichten. Ich sag mal, so ein Egoismus schwindet, Prioritäten verschieben sich. Klar. Viele sagen dann auf einmal, der Job ist nicht mehr so wie das Geld. Also, das ist die ganze Sache. Ja. Du tust dich natürlich davon sozusagen ja auch frei machen. Die Energie, die du quasi jetzt sparst, wo soll die hingehen? Und ich finde, da wünsche ich mir, dass du dir selbst eine Antwort gibst, wo du später, wenn du mal auf dem Sterbebett liegst, sagst, jawohl, für das Leben hat es sich gelohnt zu leben. Ja. Das wäre mein Wunsch. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und dann wirklich die Frage, die du vielleicht dir auch noch mal einmal stellen solltest. Wäre es wirklich solch eine Katastrophe? Wäre es der Untergang deiner Biografie? Wäre es der Untergang deines Lebens? Würde es sich komplett aus der Bahn werfen? Also wäre es sozusagen ein Scheitern deines Lebens? Mein Wunsch wäre, mach dir noch weiter Gedanken. Hör nicht auf. Lass es richtig hier rattern und knattern im Gehirn. Das mache ich. Das verspreche ich dir. Okay. Sehr schön. Ich glaube, da große Freude gemacht. Danke ich dir vielmals. Ich hoffe ja, dass Jan es nicht tut, weil ich glaube, er ist so reflektiert, dass er sich auch selbst da nicht über den Weg traut und, glaube ich, nochmal selbst alle seine Motive nochmal durchgeht. Und ich würde mir es auch wünschen. Boah, das war tatsächlich enorm spannend. Mich bewegt im Nachhinein insbesondere diese eine Idee, die er mehrmals eingeworfen hat, was macht
dein Leben fruchtbar. Das ist natürlich was, über das ich mir auch schon viel Gedanken gemacht habe, wofür ich leben möchte. Aber diese Idee dieser Fruchtbarkeit, die über die Biologie hinausgeht, die fand ich enorm gut. Und da werde ich auf jeden Fall ordentlich noch drauf rumdenken. Und ihr so? Wisst ihr, was euer Leben fruchtbar macht? Oder was habt ihr persönlich für Fragen aus dem Gespräch mitgenommen? Würde mich freuen, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Wenn ihr wissen wollt, was eigentlich mein Bruder zu meiner Sterilisation zu sagen hat, klickt hier. Nächste Woche Sonntag treffe ich hier auf meine Ex-Freundin. Und in der Zwischenzeit abonniert den Kanal, kommentiert das Video und stellt mir eure Fragen.